Die Dunkelheit ist angebrochen. Das bedeutet, das Vampirmädchen muss hier irgendwo sein, Herr Polizeichef. Ja, Santex, wir müssen das Vampirmädchen auf jeden Fall heute finden. Los, Männer, such! Ei, ei, Chef, und ich bin müde. Los, 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 wir haben keine Zeit für Müdigkeiten. Wir müssen heute das Vampirmädchen finden und... Oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür und passend dazu gibt es meinen eigenen brandneuen Santex Adventskalender mit 24 Überraschungstürchen zum Öffnen. Wenn du diesen haben willst, besuch santex-shop.de oder klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Bestell dir ihn jetzt, damit er noch pünktlich vor dem 1. Dezember ankommt. Also sei schnell und schnapp dir jetzt meinen coolen Adventskalender. Und Freund, ihr seht es, es ist gerade mitten in der Nacht. Wir sind hier gerade als Polizisten topfit am Start. Ich bin müde. Klappe, Jeffrey. Freunde, wir suchen nämlich das Vampirmädchen. Das Vampirmädchen verbreitet seit einigen Tagen Angst und Schrecken in der Stadt und beißt die Leute und infiziert sie zu bösen Vampiren. Und wir müssen sie auf jeden Fall finden. Herr Polizeichef, und dafür haben wir diese Plakate hier. Genau, so sieht das Vampirmädchen auf. 100.000 Euro, wer sie finden kann. Oh ja, ich glaube, das ist doch ein sehr, sehr gutes Angebot, Freunde. Deswegen würde ich sagen, wir platzieren hier überall in der ganzen Stadt diese Plakate vom Vampirmädchen. Sie muss ja auf jeden Fall irgendwo sein. Ihr seht, es ist auch schon Nacht. Guckt alle in die Luft. Sie kann sich vielleicht auch in eine Fledermaus oder so verwandeln. Ei, ei, ich gucke in den Himmel. Sehr, sehr gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, so, wir platzieren hier noch überall, wo es natürlich geht. An jeder Stelle, am Autohaus, am Friseur, überall natürlich Plakate vom Vampirmädchen, dass wir sie auch auf jeden Fall finden. Aber ich würde sagen, wir gehen mal den Bäcker befragen. So, ihr könnt vor der Tür warten und, hey, schönen guten Tag, Herr Bäcker. Hey, was wollt ihr denn hier raus aus meiner Bäckerei? Ich habe doch gesagt, wartet vor der Tür. Sollt mir nicht mit reinkommen. Och, ihr Idioten, los, vor der Tür warten, habe ich gesagt. Mann, oh Mann, egal, Herr Bäcker, wir haben eine wichtige Frage an Sie. Sie wissen ja, das Vampirmädchen ist immer noch hier irgendwo in der Stadt unterwegs und wir wollten Sie fragen, haben Sie sie gesehen? Das Vampirmädchen, das hat mich doch letztens gebissen. Ich konnte mich gerade noch erholen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ihr müsst sie finden. Los, sucht und jetzt raus aus meinem Laden. Ja, ja, ja. Los, raus jetzt hier. Ihr habt schon richtig gehört, ihr Dumpfbacken. Oh Mann, Mann, Freunde. Wo kann nur das Vampirmädchen sein? Sie ist wirklich spurlos verschwunden. Wir können sie einfach nicht finden. Los, wir müssen weitersuchen. Es ist wieder dunkel, das bedeutet, es ist wieder Zeit für mich, das Vampirmädchen, allen in der Stadt das Blut auszusaugen. Ich habe mich jetzt tagelang im Wald versteckt von den Polizisten, da sie mich ja noch suchen, aber mein Magen ist leer. Ich brauche Blut, Blut. Und hier bin ich, denke ich mal, ach, richtig, mein Magen, so lange habe ich keinem mehr das Blut ausgesaugt. Und, ja, wer sind Sie denn? Das Vampirmädchen, ruft die Polizei, Hilfe, Hilfe! Ja, hier ruft keiner die Polizei. Oh, Vampirmädchen, Hilfe, Hilfe! Da hätte mich schon mal das erste Opfer rausgesucht. Den Arzt und oh, so frisches Blut, das tut gut. Ich brauche mehr Blut, mehr Blut. Hilfe! Oh Gott, warte mal. Von wo kam das? Das kam doch vom Arzt dort hinten. Los, Santex, schnell, 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 steig ins Auto ein. Oh ja, ich steig schon ins Auto ein. Ey, lass uns auch einsteigen. Ihr Idioten, konnt zu Fuß laufen so. Oh, ganz, ganz schnell, Freunde. Oh, Hilfe. Ganz, ganz schnell, Freunde. Der Schrei kam von der Richtung. Wir müssen hier sofort mit dem Polizeiauto hinfahren. Was geht hier bitte ab? Und oh nein, Freunde. Es hat den Arzt nämlich... Herr Doktor, Herr Arzt, was ist passiert? Oh, das Vampirmädchen. Es war hier und es ist weggeflogen. Oh nein, es ist ja schrecklich. Ja, ich kann kein Blut sehen. Oh nein, Freunde, was geht hier bitte ab? Das Vampirmädchen, der Polizeichef. Das bedeutet, es war irgendwo hier. Oh nein, Freunde, ganz, ganz schnell. Aber wo ist es hin? Wo ist es hin, Herr Arzt? Ich glaube, es hat sich eine Fledermaus verwandelt und ist wieder weggeflogen. Oh nein, Freunde, das kann nicht sein. Haben Sie das gehört, Herr Polizeichef? Ja, ja, ja. Los, 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 meine Offiziere. Wir müssen jetzt hier die ganze Gegend absuchen. Das Vampirmädchen ist wieder hier. Es ist wieder in der Stadt angekommen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Los, los, los. Wir müssen alle suchen. Ich würde sagen, ich gehe hier in der Richtung schauen und ihr könnt dort hinten schauen. Da hinten sind sie ja. Sie suchen mich, das Vampirmädchen. So einfach werden sie mich aber nicht kriegen.
Wir werden nämlich heute jedem Einzelnen das Blut aussaugen und sie suchen mich überall. Diese Plakate weg, ich muss diese Plakate vernichten. Wir müssen aber hier ganz, ganz unauffällig bleiben. Wer soll denn unser nächstes Opfer sein? Das Vampirmädchen, Hilfe, Hilfe! Ja, du bist jetzt ruhig, du gehörst mir. Lecker. Das Vampirmädchen ist kommt von dort hinten, der Polizeichef. Los, los, los. Mist, ich wurde entdeckt. Schnell, wir müssen jetzt sofort wegfliegen. Ich weiß schon, wer unser nächstes Opfer ist. Los, 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 alle mal einsteigen in das, oh Gott, Polizeiauto. Wir haben einen Notfall, das Vampirmädchen. Es ist auf jeden Fall wieder da und es weiß auch, dass wir sie suchen. Und sie will jeden einzelnen Stadtbewohner jetzt infizieren und in einen Vampiren verwandeln. Das müssen wir aber verhindern. Los, 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 schneller dahinter. Ja, wir kommen ja schon. Oh, Freunde, ganz, ganz schnell, wir parken einfach hier. Oh, Hilfe, Hilfe. Warte mal, Freund, es kommt doch vom Blumenladen und Frau Blumenverkäuferin, was ist passiert? Das Vampirmädchen, sie müssen sie fassen, schnell, es ruft einen Arzt und, was macht ihr alle hier drinnen? Och, ihr Idioten, ich hab doch gesagt, ihr sollt wieder draußen warten, was macht ihr alle hier drin? Schnell, 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 wir müssen hier sofort nach draußen gehen. Oh nein, ZX, das ist ein Notfall, wir haben einen ganzen Notfall. Das Vampirmädchen beißt ihre Opfer und fliegt sofort wieder als Fledermaus weg. Oh ja, Polizeichef, es könnte wirklich jeden treffen. Oh nein, warte mal, Freund, das war doch Sentine. Warte mal, nein, 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 ganz, ganz schnell, kommt mit. Ah, Hilfe, Hilfe. Freunde, Freunde, nein, 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 was ist los? Schnell, 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 ich glaube, wir werden sie kriegen. Los, 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 der Polizeichef und hereinspaziert und das Vampirmädchen. Ja, komm her. Sofort die Hände nach oben, auf frischer Tat erwischt. Ja, was macht ihr denn hier? Ihr habt mich tatsächlich bekommen. Oh ja, und jetzt wirst du nicht mehr eine Chance haben, als Fledermaus hier wegzufliegen. Ach, ihr denkt doch nicht ernsthaft, ihr habt mich, das Vampirmädchen, geschnappt, oder? Ich hab Angst vom Vampirmädchen. Hey, 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 ich mach doch schon alles gut. Liebes Vampirmädchen, du bist ab heute verhaftet. Du wirst nie wieder einen Stadtbewohner von uns beißen. Und was, wenn doch? Auf gar keinen Fall. Wir werden dich in ein Gefängnis einsperren, wo du niemals rauskommen wirst. So ganz, ganz schnell. Ihr müsst das Vampirmädchen gut festhalten. Ja, 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 wir machen alles gut. Los, Vampirmädchen, ab ins Gefängnis mit dir. Oh ja, Freunde, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben das Vampirmädchen jetzt festgenommen. Und Freunde, schreibt auch jetzt in die Kommentare, wie viele Jahre soll das Vampirmädchen hinter Gitter kommen. Das würde mich super doll interessieren. So lange, wie ihr es in die Kommentare schreibt, so lange wird sie auch hinter Gittern bleiben. Und wenn du jetzt endgültig willst, dass das Vampirmädchen hinter das Gefängnis kommt, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Also alle jetzt vielleicht, dass die liken, Freunde. 3, 2, 1 und jetzt einen Daumen nach oben geben. Und danach kommt das Vampirmädchen hinter Gittern. Los, 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 schneller, habe ich gesagt. Ach, ist ja gut. Ich werde euch noch eines Tages euch alles Blut aussaugen. Vampirmädchen, wir haben keine Angst mehr vor dir. Wir sind viel mehr als du. Oh, ich hab Angst vor dem Vampirmädchen. Klappe, Jeffrey, so ganz, ganz schnell, Freunde. Wir schnappen das Vampirmädchen. Ah, wehe, du wehrst dich auch gegen uns. Und wir gucken mal, wo ist noch eine freie Gefängniszelle? Hier wirst du jetzt eingesperrt, Vampirmädchen. Und hier bleibst du auch und wirst hier niemals mehr freikommen. Hast du verstanden? Das denkst aber auch nur du. Ich werde euch alle beißen und das Blut aussaugen. Das kannst du vergessen, Vampirmädchen. Oh Mann, meine Freunde, wir haben es tatsächlich geschafft. Das Vampirmädchen ist jetzt hinter Gittern. Und wir haben sie jetzt endgültig weggesperrt. Und sie wird nie wieder irgendwelchen Stadtbewohnern das Blut aussaugen. Ja, Vampirmädchen, da guckst du richtig. Ich werde hier nicht lange bleiben im Gefängnis. Blut, gebt mir euer Blut. Auf keinen Fall, Vampirmädchen. Das war das letzte Blut, was du heute ausgesaugt hast. Und das bleibt auch so. Sehr, sehr gute Arbeit, Freunde. Wir haben es wirklich geschafft. Das böse Vampirmädchen ist hinter Gittern gebracht worden. Und dann würde ich sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Cheese.